Hallo, wohin darf die komfortable Reise gehen? Zum Hafenviertel. Zur Adelsanhöhe. Bemerkenswert. Es ist, wie der Traumhändler gesagt hat. Die gesamte Adelsanhöhe scheint in Tiefschlaf gefallen zu sein. Der ideale Zeitpunkt, um den Splitter aus dem Anwesen Cashwell zu stehlen. Vor mir befindet sich ein Limonadenstand. Der Stand hat geschlossen. Kann ich den aufmachen? Ich sollte mich beim Zaubern auf den Gedankenraub beschränken, sonst wird noch jemand aufgeweckt. Stimmt, hast recht. Ein diamantenbesetzter Mülleimer. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um den Müll zu durchsuchen. Okay, okay. Der Eingang eines Geschäfts. Da schnarcht jemand. Ich sollte nicht riskieren, dass die Wirkung des Mondsandes endet und das Einkaufen auf später verschieben. Okay, okay. Da liegt ja Laswick. Wie denn, was denn, Laswick? Wie ist der nur hierher gekommen? Wie ist der nur hierher gekommen? Okay, okay, okay. Ha. Laswick. Oh, Laswicks erster Auftritt. Und dann vor so großem Publikum. Endlich Ruhm und Ehre. Alle lieben Laswick. Soll ich diesen Traum rauben? Nee. Nein, vielleicht wäre ein anderer Traum besser. Er hat ja gesagt, er braucht einen Traum von einem Adeligen. Obwohl der schon recht interessant ist, der Traum. Ja, ja, ja. Der Tür. Der Tür? Die schlafende Paladinwache. Er umklammert die Gästeliste. Ach, kann ich dem vielleicht... Den Traum dieser Paladinwache sollte ich lieber nicht stehlen. Es könnte sein, dass er gar nicht adeliger Abstammung ist. Hast recht. Das ist natürlich... Dort entlang scheint es zum Anwesen Cashwell zu gehen. Na, da gehen wir jetzt noch nicht. Ein schlafender Adeliger. Guck, da, unser Opfer. Soll ich diesen Traum rauben? Ja, das klingt sehr nach, ja. Ja, ich denke, dieser Traum passt ganz gut. Somit habe ich zumindest, was der Traumhändler wollte. Jetzt muss ich nur noch den Splitter aus dem Anwesen Cashwell stehlen. Na gut, dazu muss ich aber in der Anhöhe bleiben können. Dort entlang scheint die schlafende Paladinwache. Auf dieser Gästeliste des Paladins steht, wer Zugang zur Adelsanhöhe hat. Wenn ich hier unterschreibe, muss er mich in Zukunft passieren lassen. Das ist eine gute Idee. Aber ich sollte wohl nicht mit der herzlose Magier unterschreiben. Nein. Also, jetzt ist meine schönste Unterschrift gefragt. Also eine Arztunterschrift. Eine schöne Unterschrift. Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht der Paladinwache zu sehen. Yes. Okay. Dort entlang scheint es zum Anwesen Cashwell zu gehen. Wie es scheint, hat der Einflussbereich des Mondsandes hier geendet. Aha, das ist zweifellos das Anwesen Cashwell. Was? Aber ihr? Diesen Paladin hier kenne ich doch. Ja, kennst du. Donnerwetter, ihr seid es ja wirklich. Und ihr seid... Kipp, Paladin Kipp. Ihr habt mir damals den Fragebogen ausgefüllt. Ah, ja. Ich erinnere mich. Und ihr habt das wirklich ganz fantastisch gemacht. Ja, das... Tatsächlich? Ich bin also nur dank euch ein wahrhaftiger Wächter geworden. Und wie es der Zufall so will, ist heute auch mein erster Tag als Wache des Anwesen Cashwell. Na, so ein Zufall. Wirklich ein außergewöhnlicher Zufall. Mutter hat immer gesagt, dass die Fäden des Zufalls von der Magie gesponnen werden. Was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Aber es klingt schön. Ich werde jetzt wieder gehen. Ja, gut. Und ich werde weiter bewachen. Aber es klingt schön.
Ich gehe jetzt nochmal weiter nach rechts, weil es klingt schön. Der Weg zur Adelsanhöhe. Wieso? Nein. Paladin Kipp. Eine große Katzenklappe. Darum wollte ich... Hey, ihr habt hier drin nichts zu suchen. Wofür steht dieser Schwachkopf Kipp überhaupt draußen an der Türe? Hinaus mit euch! Au. Ach ja, ich soll ja bewachen. Ohne mir etwas einfallen zu lassen, werde ich wohl nicht ins Anwesen Cashwell gelangen. Vielleicht sollte ich zuerst den Traum zu diesem mysteriösen Traumhändler bringen. Das ist eine Idee. Paladin Kipp, der Weg zur Adelsanhöhe. Der Eingang eines Geschäfts. Der diamantenbesetzte Mülleimer. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, ist ja gut. Der Limonadenstand. Ein schlafender Adeliger. Den hatten wir ja schon. Der Weg zum Anwesen Cashwell. Die schlafende Paladinwache. Der Tür. Hm? Oh, Verzeihung. Ich muss wohl eingenickt sein. Wohin darf die späte Reise gehen? Ja, zum Hafenviertel. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo sollten wir denn als nächstes hingehen? Ja, wir sollten... Ach so, zum Traumhändler. Ja, genau. Das Meer. Das Abwasserrohr zur Kanalisation. Der Traumhändler. Da steht er ja. Wie bestellt und nicht abgeholt. Der Albtraum. So. Ich nehme diesen Gegenstand in die Hand. Ich nehme einen Albtraum in die Hand. Das ist, befremdlich, wenn ich das mal so sagen darf. Der Traumhändler. Da ist er, ja. Oh, ein Traum über den herzlosen Magier. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie verschiedenartig sich die Menschen sein Äußeres vorstellen. Und wie sieht meine Belohnung aus? Wie ich bereits erwähnte, alles eine Frage der Interessen. Mein Interesse gilt allein dem Anwesen Cashwell. Ich muss hineingelangen, jedoch wird es von Paladinen bewacht. Natürlich habe ich dafür genau das Richtige. Der Erfinder dieser Stadt besitzt eine Apparatur, mittels derer allerlei seltsame Tränke gebraut werden können. Ich hatte bereits die Ehre. Hier, nehmt die Hand des Puppenspielers. Sie birgt eine kostbare Essenz, die euch in Verbindung mit der Apparatur des Erfinders dabei helfen sollte, euer Problem zu umgehen. Und jetzt entschuldigt mich. Ich widme mich nun dem Traum, den ihr mir brachtet. Viel Spaß. Kleiner Voyeur. Schön. Hätten wir das geklärt. Ein Glas Albträume. Ja, ja. Das Abwasserrohr. So. Die trübe Feenquelle. Ja. Das Meer. Momentan können wir noch nichts machen. Wir können jetzt zwar die Schulden abgeben, aber... Die Trübe der Tür. Der Tür. Hallo, wohin darf die komfortable Reise gehen? Zur Handelsgasse. Genau. Ein Drache. Paladin Baronius. Die magisch-mechanische Schatzkiste. Eine Vitrine. Willis verlassenes Mauseloch. Willi hat ein Zu-Verkaufen-Schild angebracht. Okay, na dann. Ein massiver Holzschrank. Die Türe in die Werkstatt. Ja, da muss ich hin. Der Kessel der Apparatur. Faruna. Hokuspokus. So. Ich habe den geflügelten Briefbeschwerer zur magischen Post gebracht. Grandios! Und nun eure Belohnung. Ihr dürft die einzigartige und futuristische 1-2-Magie benutzen. Haha, ich wusste, dass ihr vor Freude gar sprachlos werden würdet.
Nun ja, ich habe bereits eine passende Reagenz für eure Apparatur dabei. Ihr seid ja ganz schön auf Zack. Wie? Dann müsst ihr nur noch wissen, wie ihr mit der 1-2-Magie umgehen müsst. Also, wenn ich euch das Tränkebrauen leeren soll, müsst ihr mich nur darum bitten. Ich bin hier im Glas, falls ihr mich sucht. Das wäre mir jetzt nicht eingefallen. Und soll ich euch die fantastische 1-2-Magie erklären? Unbedingt. Ja, ich möchte einen Trank brauen. Wunderbar. Schritt 1. Der Seelenkondensator. Der schmutzige Kessel dort drüben? Ja, der Kessel dort drüben. Dort hinein muss das Reagenz gelegt werden. Der Effekt des Trankes ist ganz allein davon abhängig, welches Reagenz ihr wählt. Verstanden? Ja. Natürlich. Kommen wir also zu Schritt 2. Die Fee. Feenstaub ist die Grundzutat eines jeden Zaubertrankes, wie jeder weiß. Und wann sondern Feen diesen ab? Richtig, wenn sie schwitzen. Man muss ihn also nur ein bisschen einheizen. Verstanden? Ja, habe ich. Ja. Gut, der letzte Schritt. Der Schalter. Ich meine natürlich die Zahnräder. Um die 1-2-Magie letztendlich zu starten, müssen sie in Gang gesetzt werden. Ursprünglich war dort ein Schalter, doch der ist verschwunden. Das macht nichts. Das sehe ich genauso. Habt ihr dann alles richtig gemacht, befindet sich euer Zaubertrank im Seelenkondensator. Also dann, 1-2-Magie! 1-2-Magie! Schön. Hier geht es zurück zum Verkaufsbereich. Oh nee, was hat die noch? Faruna. Mir läuft noch immer ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich an dieses pelzige Ungetüm denke. Ja, das denke ich mir. Hokus, hier geht es zurück zum Verkaufsbereich. Okay, soll ich die... Ach, ich mache das alles nachher zusammen. Mir fehlt ja noch ein bisschen... Ein massiver Holzschrank. Glaube ich. Eine Vitrine. Willis verlassenes Mauseloch. Ja, okay. Die Türe in die Werkstatt. Ja. Der Ausgang. Ein Briefkasten. Na, wie geht's? Schluck auf ist wirklich eine ärgerliche Angelegenheit. Vor allem, wenn man ein Briefkasten ist. Ja. Ich kann mir das vorstellen, in Klammern nicht. Die magische Post. Ja, da ein Drache. Paladin Baronius. Die magisch-mechanische Schatzkiste. Der Tür. Da. Hallo, wohin darf die komfortable Reise gehen? Wollen wir doch mal testen, ob unsere Unterschrift auf der Liste... Zum Hafenviertel, zur Adelsanhöhe. Halt, ihr steht nicht auf der Liste, also husch davon mit euch. Spart euch das, ich stehe sehr wohl auf der Liste. Aber tatsächlich... Also, husch, davon mit euch. Das ist nicht so schade. Haha, vor mir befindet sich der Limonadenstand. Aha. Der Stand hat geschlossen. Kann ich den... Das sieht nicht so aus, als ob es funktionieren würde. Okay. Denkt er irgendwas? Ta-ta-ta-ta, Limo. Ta-ta-ta-ta-ta. Okay. Der diamantenbesetzte Mülleimer. Ach ja, jetzt kann ich den ja wieder... Leer. Nein, nicht ganz. Da ist ja ein Portal. Ich kann durch das Portal den Hafen erkennen. Schmeißen die ihren Müll da etwa in den Hafen runter? Da sieht man's mal wieder. Der Eingang zur adeligen Antiquität, Azaleens kostbarste Unerschwinglichkeiten, wenn man dem Schild trauen kann. War der andere nicht Antiquitätenhändler? Was für ein protziges Geschäft. Bereits beim ersten Anblick kann ich sagen, dass die Adeligen aus Himmelsbruch zu viel Gold und zu wenig Geschmack besitzen. Und bei eurem ersten Anblick kann ich sagen, dass ihr euch hier nicht einmal den Staub auf den Antiquitäten leisten könnt. Ein unverschämter, spindelderer Mann hinter einem überladenen Tresen.
Was verirrt sich da bitte schön in meinen exquisiten Antiquitätenladen? Geht ihr immer so mit eurer Kundschaft um? Kundschaft? Ich sehe hier keine Kundschaft. Lediglich Ungeziefer, also, an welchem der Gestank des Hafenviertels haftet. Dieser haftet ebenso an euch. Ich komme im Auftrag von Teregar und soll eure Schulden eintreiben. Dann habt ihr den langen Weg umsonst gemacht. Ich bin ein Lämmister und bezahle nie meine Schuld. Aha. Ich warne euch, erzürnt mich nicht. Aha, das ist seit jeher eine alte Familientradition. Zornt nur so viel ihr wollt. Dagegen kommt ihr nicht an. Ihr habt es so gewollt. Dann schaue ich jetzt erstmal in deinen Kopf. Ha, mein Spruch mit dem Staub war wirklich schlagfertig. Diesem Flegel habe ich's aber gezeigt. Ich werde meine Schuld nicht begleichen. Ihr könnt nun also verschwinden. Ha, mein Spruch mit dem... Eine Spieluhr. Eine Spieluhr ist doch was Mechanisches. Was soll das denn? Eine Vase auf einem Podest. Eine Vase? Die muss ich mir doch mal... Hoppa. Hört sofort damit auf! Bezahlt eure Schulden! Ein Lämmister begleicht niemals seine Schuld! Der Ausgang der adeligen Antiquität. Nein. Ein Wandteppich. Ein Wandteppich. Wenn ich jetzt auch die Krone richtig hinkriege, dann geht's dir schlecht. Einfrieren wird hier nichts nützen. Mist, jetzt habe ich es genau andersrum gemacht. Dann ebenso. Halt! Genug! Genug! Ich bezahle meine Schulden. Schön. Okay. Der Ausgang der der unverschämte Antiquitätenhändler. Gib, los. Hier. Das sind eure Schulden? 3 mickrige Goldstücke? Es ging ums Prinzip. Und jetzt raus. Damit kann Lämmister von der Schuldenliste gestrichen werden. Hurra! Der Ausgang der adeligen Antiquität. Auf Wiedersehen. Der Weg zum Anwesen Cashwell. Schön, jetzt haben wir das. Der Limonadenstand. Limonadenstand, wo ist denn? Der Weg der Tür. Der Tür. Laswick. Hallo Laswick. Welch wunderbares Plätzchen. Inspirierend. Genau der richtige Ort, um eure erste Ballade zu vollenden. Wie habt ihr es denn überhaupt in die Adelsanhöhe geschafft? Ich bin natürlich adeliger Abstammung. Natürlich. Aber denkt nicht, dass mir dieser Umstand irgendwie bei meiner Badenkarriere geholfen hätte. Das bringt mich auf einen Gedanken. Dieser Ork Karagash genießt die Musik des Gasthauses etwas zu sehr. Soll ich Laswick überreden, dort aufzutreten? Das wäre eine gar vorzügliche Idee. Was würdet ihr von einem Auftritt im Gasthaus des Hafens halten? Ein Auftritt? Oh ja, die Gäste dort würden eure melodische Untermalung sicherlich zu schätzen wissen. Ich habe noch nie vor großem Publikum gespielt. Könnte dies etwa der Moment sein, an dem der große Laswick endlich den Ruhm erhält, der ihm zweifellos lange zusteht? Ich kann schon die Rufe der Gäste hören. Recht habt ihr. Ich mach's. Auf ins Gasthaus. Auf zu Ruhm und Ehre! Das will ich mir nicht entgehen lassen. Nein, das will ich mir auch nicht entgehen lassen. Das der Tür. Ist eine sehr schöne Hallo, Idee. Hallo, wohin darf die komfortable Reise gehen? Zum Hafenviertel. Hafenviertel. Das Meer. Die trübe Feenquelle. Schauen wir doch mal rein.